Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon Wonderful Life. Es ist der erste Herbsttag, es regnet. Was will man mehr? Ich möchte mal kurz schauen, ob ich irgendwas in den Dings schmeißen kann, in den Kühlschrank. Und ja, kann ich. Ist auch sehr gut, dass ich das kann. Weil ich meine Vorräte irgendwie sicher unterbringen muss. Ich habe keine Ahnung, was ich hier rede. Jetzt habe ich gerade meinen Ton leise gemacht. Und zwar zu leise. So, guten Tag. Gut, dann schauen wir uns mal um. Wow, da ist gerade ein Vogel direkt an meinem Fenster lang geflogen. Ich habe gerade einen Moment lang befürchtet, er knallt gegen. Das wäre nicht gut gewesen. Okay, unsere Hühner müssen wir versorgen und unsere Enten ebenfalls, obwohl die ja im Grunde genommen versorgt sind. Aber wir müssen ja trotzdem irgendwas machen. Ne? Wir können ja nicht den ganzen Tag nur rumsitzen und schlafen. Bauak! Bauak! La 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 la. So, DK ist geschmust. Aber ich habe gerade einen Krümel im Auge. Aua. Ah, Moment. Ah, aua. Irgendwie, ne. Ist noch nicht ganz weg, aber jetzt kneist er, ich wenigstens nicht rum. So. Och, toll. Dann hat es jetzt aufgehört zu regnen. Sehr schön. Naja, haben wir den Vormittag was zu tun. Yay! Erstmal kommen die Tiere nach draußen. Um euch kümmere ich mich auch gleich. Jeden Moment. Ich will erstmal nur... Oh, da hat jemand gefressen. Ich will erstmal nur gucken, ob hier was reif geworden ist in der Zwischenzeit. Jo, da. Und dann will ich aussäen und mal die Gelegenheit nutzen, dass hier alles so schön nass ist. So. Mhm. Funktioniert doch schon super. Da haben wir auch so lange drauf gewartet, dass wir die Kabera aussäen können. So, und dann hatten wir noch hier die Tomatensamen. Genau, Frühling bis Herbst. Winter bis Sommer, die können wir auch nicht mehr benutzen. Aber eine Tomate können wir noch aussäen. Sind die reif? Jo, sind sie. Dann können wir da auch nochmal Tomaten aussäen. Einfach just because we can. La 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 la. Da. Okay. Dann werden wir bei der Gelegenheit gleich mal unsere Tiere versorgen. Du, du. Du, du, dum. Dum. Dum, 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 dum. Da ist wieder jemand im Melkraum. Bitte, 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 bitte sei nicht festgefroren. Das wäre absolut uncool. Sieht aber gerade nicht gut aus. Ach doch, sieht gut aus. Schon gut. Das ist ja immer die Gefahr hier, ne? So. Alles meins. Na, wer hat dir denn erlaubt, in den Melkraum zu gehen? Melanie. Mo. So. Na. Lass dich schmusen. Alles andere wäre verboten. Lass dich schmusen. So. Dann nehmen wir das hier gleich mal raus. Dass da auch niemand auf dumme Gedanken kommen kann. Und wir gucken mal nach unserer lieben Sophie. Ich will mal Sophia sagen. Wegen einer Serie. Will ich jetzt hier nicht breit treten, weil die ist FSK 18 und handelt von Zombies und Harvest Moon ist ja nun nicht FSK 18 und deswegen muss ich ja jetzt hier nicht so viel drumrum reden. Ne? So.
Na. Gut. Na, Sophie, in ein paar Tagen kriegst du dein Baby. Ist doch schön. So, hurtig, hurtig. Und dann kuscheln wir noch. Ja, ich muss, ich muss, ich muss. Kann ich sie von hier aus bürsten? Bürste, Bürste da. Jo. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Makes me happy. Okay, dann holen wir mal unsere Hühner nach draußen. Und ich würde so lachen, wenn dann, wenn alle Hühner draußen sind, es wieder anfängt zu regnen. Wäre so typisch. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Auf zu meckern, ich will dich doch nur rausbringen. Frische Luft und so. Im Winter seid ihr sowieso die ganze Zeit drin. Also ist jetzt keine Zeit, sich aufzuregen, dass man rausgebracht wird. Nein, du sollst dich nicht aufregen. Alles gut. So, letztes Huhn, letztes Ei. Tja. Kannst du mal sehen. Jetzt müssen nur noch die Enten nach draußen, dann haben wir es auch geschafft. Jupp, jupp. Und dann haben wir immer noch nicht viel zu tun. Was mich total freut. Aber wir können ja mal ein bisschen durchgehen und die Tiere bürsten. Das freut sie. Da sind sie voll happy und so. Komm her. If you're happy and you know it, clap your hands. Ja. Ist jetzt natürlich total sinnvoll, das zu machen, wenn ich keine Hand frei habe. Dann machen wir das mal so. Moda. Flumpi ist jetzt gleich zufrieden, weil er was zu fressen hat. Ne? Oder? Falumpi. Ja, wusste ich's doch. Hund, bleibe er stehen. Nee, die wollte ich gar nicht. Ich wollte den da, den Zirkelbaum, wollte ich haben. Okay. Ruby. Oh, Holly, mit dir habe ich heute ja noch gar nicht geredet. Och, mein armer Holly. Ah, nee, das wollte ich gar nicht. So, ja. Kann ja gar nicht sein. Hallo, Ruby. Moin, wie geht's? Es ist kühler. Das Essen ist zu der Jahreszeit das Beste. Ja, das stimmt allerdings. Wie entspannend und ruhig und herbstlich. Ganz schön komisch, weil ja jetzt in der Realität der Frühling kommt. Dann hier so rumzurennen von Trari, Trara, der Herbst ist da, ist schon ein bisschen seltsam. Das Knacken war übrigens gerade mein Handgelenk. Ja, ich bin halt im knackigen Alter. So, dann bitte ich mal Haze, dass er uns abholt, dass wir wieder gleich in die Feldarbeit einsteigen können. Vielleicht ist ja was reif geworden zwischenzeitlich. Auf geht's, mein treues Pferdchen. Lauf, lauf, schnell wie der Wind. La 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 la. Hallo Leute. Dum, dum. Halt, falsche Richtung. Ach, wo laufe ich denn hin? Da ist noch nichts reif. Da bin ich mir relativ sicher. Und wow. Was bist du denn? Traddy. Okay.
müssen wir uns jetzt erstmal auf jeden Fall nochmal neue Samen holen. Dass wir hier jetzt nicht nur Tomaten anpflanzen. Hier, du bist auch reif. Und du ebenfalls, ne? Du bist doch auch reif. Nein, 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 du nicht. Der daneben. Du? Genau. Und sonst nichts mehr, ne? Nö, 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 nö. Nö. Okay. Dann holen wir mal neue Samen, die für Herbst und so gut sind. Und können ja auch noch ein bisschen was in die Samenmaschine schmeißen. Wow, hier ist einiges reif geworden. Reif. So, dann schmeißen wir die Traddy da rein. Sag mal, bis Herbst. Kamro kommt dann erstmal weg. Brauchen wir vorerst nicht. Und dann schmeißen wir jetzt hier die Tubatama hinein. Lalalala. So viel Kanro. Viel zu viel Kanro. Wow, so viel Kanro. Und Tataro. Tataro. Winter bis Sommer. Können wir gerade auch nicht gebrauchen. Okay, dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen was in den Schrank. Kanro können weg. Die Bashota können weg. So, dann schauen wir mal. Herbst bis Frühling ist schön. Ja. Nehmen wir die erstmal mit. Berito. Na, dann haben wir jetzt erstmal genug Kram. Ich muss mal kurz was trinken, weil mir der Hals wehtut. Moment. So. Ja, mit einer Hand kann ich ja noch meinen Farmer rumlaufen lassen, aber sinnvolle Sachen kann ich leider einhändig und mit dem Blick im Glas nicht erledigen. So. Auch mir. Merci beaucoup. So, dann gucken wir mal kurz, was wir dann aussehen. Nehmen wir mal die Diebe. Ja, die wachsen sehr schnell, sagen sie. Habe ich gerade einen Schreck gekriegt. Ich habe gerade gedacht, er hätte jetzt wirklich außerhalb der dafür vorgesehenen Felder gepflanzt. Wo ich eigentlich der Meinung bin, dass das nicht geht. Was auch nicht geht, aber irgendwie habe ich gerade befürchtet, dass er es gemacht hat. Melanie ist gesund, das ist schön. Und Therese ist glücklich. Mehr kann man doch gar nicht wollen. Cody! Hey, Cody! Magst du eine Feldfrucht? Ich habe noch Rüben. Cody! Cody, warte mal. Cody. Hi, guck mal. Hi, wie geht's? Du baust das an? Dieses Geschenk der Erde nehme ich dankend an. Ja, dann nimm's doch. Bekomme ich es? Ja. Oh, das ist toll. Ja, gern geschehen. Gern geschehen. Ich verschenke gerne Sachen. So, was machen wir? Wir können ein bisschen angeln. Wenn wir sonst nichts zu tun haben im Moment. Nee, die werden uns hier nicht viel helfen. Angelrute. Dann geht's mal los. Blub. Bam! Ich habe gerade ein bisschen gespielt. Genau, ich habe gerade ein bisschen mit der Soundkurve von Audacity gespielt, weil es sehr lustig aussah. Je lauter ich werde, desto größer wird der Ausschlag und dann BÄM! Oh, und Colombo habe ich gefangen. Den kann ich dann mal Galen schenken. Oh, hey, guten Tag. Oh, das hast du mitgebracht. Das ist das Beste. Ja, stimmt. Tausend Dank, ich kann nicht warten, es später zu essen. Gern geschehen. Hallo, Samantha.
Okay, dann... was kann man noch machen? La, 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 la. Wir können unsere Kühe mal melken. Wo bist du? Da bist du. Melanie! Du gibst ja gar keine Milch. Stimmt. Doch, du gibst Milch. Du bist ja immer die, die immer in die... in den Melkraum läuft. Verbotenerweise. Das ist immer ganz unglaublich, was für verbotene Sachen diese Kuh manchmal macht. Ne? So, du bist schmutzig, das heißt, wir sollten dich mal waschen. So. Zumindest sieht sie gerade schmutzig aus. Ich kann mich auch irren. Mhm. Na? Ja, sie war schmutzig. Dann ist Therese ja auch schmutzig. Komm mal her, Therese. So kann ich dich doch nicht rumlaufen lassen. So, komm mal her hier. So. Und dann... tschüpp, tschüpp. Wunderschön. Gut, Janet wird dann auch mal gemolken. Gewaschen haben wir sie ja erst vor kurzem, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Aber melken können wir sie. So, hey. Emero, wer hat dir das denn erlaubt? So, wie sieht's denn hier aus? 140 Quadrate sind frei, also haben wir ein bisschen Freiraum. Sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Warum fange ich eigentlich immer mit Melken, mit Gießen an und sage dann immer, auch das sieht ja schon ganz gut aus hier. Ja, klar. Ich drücke A und der Farmer gießt und dann ist ein Feld nass. Wow, wie soll es denn anders aussehen, dass er sich die Gießkanne an den Kopf haut oder was erwarte ich hier? Ist ja nicht zu fassen. Aber es ist immer gut, eine Farm zu haben und sich selbst versorgen zu können. Denn im Falle einer Apokalypse ist man dann immer sehr, sehr gut beraten. Man ist nicht auf Supermärkte angewiesen. Ja. Das sind zu viele Anspielungen. Das tut mir jetzt auch leid. Ich werde es bleiben lassen. Ich überlege gerade nur, was ich jetzt mit meinem restlichen Tag so Schönes anfange. Und ich habe so viele Sachen, die ich machen könnte und irgendwie weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber... ich weiß auch nicht. Ich war gestern übrigens im Theater. Wollte ich mal so erzählen. Beim Tanz der Vampire. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich schon da war. Aber es ist immer wieder schön, sich das anzusehen. Und ja, ich gehe im November mit meiner besten Freundin zu einem Konzert von Eure Mütter. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird super cool. Ja, und in letzter Zeit habe ich so sozusagen Blut geleckt. Da freue ich mich schon richtig drauf, solche Programme mir öfter mal anzuschauen. Das wird noch viel super cooler. Wo ich auch gerne hingehen würde, ist zu Horst Evers. Den möchte ich mir gerne ansehen. Und der macht ja auch relativ regelmäßig hier in Berlin Krams. Deshalb bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass ich den mal live sehen kann. Ralf Schmitz möchte ich auch unbedingt mal live sehen. Da habe ich mich gestern mit Anna drüber unterhalten. Deswegen kommt es mir gerade in den Sinn, wen man so live sehen will und sowas. Schmeiße ich aber hier erstmal ein bisschen Kram in die Box. So, und hole mein Geld ab. So. Und so. Und so. Und dann gucken wir mal eben, wie viel Geld wir gekriegt haben. 3210. Im Grunde, wir geben ja nichts aus hier, ne? Wir sammeln ja nur Geld. Irgendwann muss ich auch mal wieder ein bisschen shoppen gehen und irgendwas kaufen. Ja, da sagst du was. Hier liegt immer noch Holz. Wird unser Haus nochmal ausgebaut? Ich weiß es gar nicht, weil es verschwindet ja immer ein Stapel Holz mit jedem Ausbaustatus des Hauses. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. Eigentlich müsste es ja dann nochmal ausgebaut werden. Vor allem, wenn man mal überlegt, wie klein unser Haus mal war. Es ist ja jetzt schon echt riesig geworden. Und wir sind eine Familie. Hallo, mein Sohn. Ja.
Als ob sie zuckten oder wer. Ja, ja, dann musst du mal zum Doktor gehen. Ne? Zu Hardy. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Harvest Moon, A Wonderful Life wieder. Ovary!